Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay, Cyrillisch Genomics, egal. Jawohl. Wir haben, warte mal schnell. Das ist das erste Mal, wo wir uns heute antreffen, oder? Jawohl. Wir haben noch nie vorher geredet, oder? Uns mal drauf oder so? Nein, noch nie gesehen. Okay, sehr gut. Also Cyril, die erste Frage, die ich dich stellen will, ich muss das erst mal sagen, ich bin ein Muslim. Ja. Ich bin vor etwa 3 Jahren, habe ich meinen Glauben gewechselt, oder was heisst gewechselt? Einfach besser gesagt, das bezeugt, was ich eigentlich schon geglaubt habe. Mhm. So an einen Gott glauben und an alle Propheten. Und jetzt ist meine Frage an dich, was ist dein Glaube so? Was glaubst du? Ich bin Atheist, also ich lasse jedem sein Glauben. Ich lasse jeden glauben, was er glauben will. Ich mische mich da nicht rein, ich rede da nicht rein. Sehr gut, ja. Ich selber kann mich keinem Glauben wirklich anbinden, oder wie sage ich am besten? Ja, doch, anbinden. Ja. Ich finde einfach nicht den richtigen Glauben für das und mir passt es so, wie es jetzt gerade ist. Okay, sehr gut. Und wohnst du dort zu Basel in der Nähe? Ja. Ich wohne dort zu Basel, zentral. Okay. Perfekt, super. Was ich dich wollte fragen, demfalls glaubst du nicht, dass ein Gott existiert? Ich sage nicht, es könnte nicht sein. Also es könnte sein, aber ich glaube nicht dran. Okay, darf ich dir demfalls meiner Meinung nach vier Vorschläge oder 4 Beweise auch geben, wieso Gott existiert? Mhm. Ganz kurz und knapp. Und du kannst dir eben immer ein eigenes Bild machen und dann nochmal deine eigene Meinung dazu sagen. Ist das okay für dich? Mhm. Perfekt. Okay, also, es gibt 4 Beweise, wieso Gott existiert. Also der erste Beweis ist das kosmologische Argument. Sagt ihr das irgendetwas? Nein. Das kosmologische Argument ist Ursache und Wirkung. Das heisst, nichts kann in Existenz kommen, ohne eine Ursache dafür zu haben. Ja. Macht das Sinn? Ja. Okay, perfekt. Das heisst, zum Beispiel, Gott, glauben wir, im Islam, ist unabhängig von allem. Und ihm ist nicht gleich. Das heisst, er ist außerhalb auch von Raum und Zeit und deshalb kann er auch alles planen um unseren freien Willen herum. Ja. Das heisst, weil er außerhalb von Raum und Zeit ist, braucht er auch keine Ursache. Weil es braucht etwas Unerschaffenes, um etwas zu erschaffen. Das ist es so. Genau, weil wir sind ja alle abhängig von etwas. Die Luft, die wir hier atmen, etc. Ja, dass wir am Morgen wieder aufstehen, oder? Wer macht das? Ja, genau. Genau, okay, perfekt. Und das ist eben Ursache und Wirkung. Das heisst, nichts kann in Existenz kommen, ohne eine Ursache dafür zu haben. Wie wenn wir zum Beispiel jetzt auch müssen Holz nehmen und all die Sachen machen, um, weiß ich nicht was, einen Stuhl herstellen. Ja. Oder als Beispiel. Ja. Okay, perfekt. Das macht Sinn für dich. Ja, das macht Sinn. Sehr gut. Okay, dann ist das zweite Argument ist, das Design-Argument. Das heisst, alles, was ein komplexes Design hat, muss auch ein Designer haben. Das ist so. Ist es so, okay. Das ist zum Beispiel, haben wir ein Handy, oder? Wo wir programmiert haben, wo wir designt haben, oder? Sehr komplex, oder? Die Programme, die es drin hat, etc. Jetzt, das hat ein Designer, oder? Wir haben es designt. Ja. Unser Körper jetzt ist noch komplexer als das Handy, oder? Das ist es so, ja. Ist es so. Noch komplexer, es ist sehr faszinierend, unser Körper, oder? Was wir alles für Organe haben, etc. Und was noch sehr faszinierend ist, genau, ist, wenn unser Körper so komplex ist, das heisst, wir brauchen ja eigentlich auch einen, der uns designt hat. Weil eben, wenn ein Handy einen Designer hat, dann muss der Mensch ja, wo der Körper noch komplexer ist, eigentlich noch mehr Designer haben, oder? Stimme ich dir alles zu. Genau das ist der Punkt, wo bei mir aber die Geschichte, eben, der Glaube eben nicht aufgeht. So, ich kann nicht daran glauben, dass es Jesus-Kind, das erste Geborene, dass das Kind von nichts kommt, dass das Kind von niemandem kommt. So. Okay, du redest jetzt aber von Jesus damals. Ja. Ja. Jesus, dass er Gottes Sohn ist, sozusagen. Ja, genau. Und dass er eine Wundergeburt war, nicht einfach von... Nicht einfach genau. Okay, genau. Wie Adam zum Beispiel, der keinen Vater und keine Mutter hat, sozusagen, oder? Weil Adam genau. Ist ja der erste Mensch, der erschaffen worden ist. Genau. Das ist bei uns im Islam, glaubt man das so, dass Adam der erste Mensch war. Und Eva war seine Frau. Und Eva ist aus seiner Rippe erschaffen worden, sozusagen. Aber wie genau das alles passiert ist, wir wissen zum Beispiel, dass durch das wir einen logischen Verstand haben, wo wir keine Sachen hinterfragen können, dass wir nicht einfach aus dem Nichts entstanden sind. Ja. Oder? Weil es kann nicht einfach etwas aus dem Nichts entstehen. Weil man kann nicht sagen, dass zum Beispiel, gescheiterweise, wenn man würde sagen, ein Stein hat das Universum erschaffen.
Aber man sagt einfach nichts hat das Universum erschaffen. Also viele Leute. Oder? Ja, viele Leute lieb und benutzt. genau. Jetzt ich komme noch schnell zum dritten. Zum dritten Argument. Das ist das Leben. Warte, kannst du mal ein bisschen näher da ankommen? Genau. Das Leben von bestimmten Menschen, die gelebt haben, die immer gesagt haben, sie sind von Gott gesandt. Oder? Genau, das ist zum Beispiel Adam, Abraham, Moses, Jesus und Mohammed. Ja. Seid ihr sicher alles etwas, ja. Oder? Genau. Okay. Die Menschen sind immer gesandt worden mit einer Botschaft. Und die Botschaft ist gewesen, immer einen Gott anzubeten und ihm nicht gleichzustellen. Das heisst nicht sagen, dass Gott eine Frau ist, Gott ist ein Mann oder Gott ist ein Tier oder weiss ich nicht was. Wir Muslime, wir beten nicht die Schöpfung an, sondern den Schöpfer. Ja. Und zwar genau. Direkt. Genau. Wir haben nicht den Priester, zu dem wir gehen, wo wir sagen, hey, ich muss jetzt meine Sünde, sondern... Wir beten direkt. Genau. Gott vergibt uns unsere Sünde. Gott direkt wenden. Und auf jeden Fall, genau, da gibt es wieder drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, die Menschen haben anderen Menschen wollen helfen, aber haben gelogen. Das widerspricht sich wiederum. Das macht nicht viel Sinn, weil sie haben immer gesagt, man sollte nicht lügen. Man sollte die Wahrheit sprechen. Ja. Genau. Das zweite ist, sie sind vielleicht verrückt gewesen, schizophren, paranoid. Oder? Ja, genau. Viele Leute. Viele Leute, genau. Gibt es heutzutage leider, gell? Aber eben, die Menschen sind immer sehr aufrichtige und stabile Menschen gewesen, wie man es von der Geschichte kennt. Ja. Ja? Okay. Die dritte und die letzte Möglichkeit ist eigentlich, dass sie wirklich, weil es gibt, eigentlich so gut wie keine andere Möglichkeit, dass sie wirklich wahre Propheten von Gott gesehen sind. Zum Beispiel, eben wie gesagt, wie Adam, Abraham, Moses und die alle sind immer mit Wunder gesandt worden auch. Weil die Menschen hat ihnen ja niemals geglaubt, wenn sie kein Wunder gehabt hätten. Weil jeder kann kommen einfach und sagen, hey, ich bin ein Prophet. Sie brauchen ja eine Background-Story, sie brauchen ja irgendetwas, um die Botschaft überzubringen. Genau. Und der Beweis. Weil das ist das, was mich... Wie kommst du nicht an? Ja, natürlich. Weil das ist das, was mich zum Beispiel nie hat, für mich nie Sinn gegeben hat. Weil ich nie an etwas glauben konnte, wo ich keinen Beweis drin gesehen habe. Oder wo für mich keinen Sinn gemacht hat. Weil zum Beispiel, ich bin aufgewachsen mit Jesus ist Gottes Sohn und die Trinität etc., wo nicht einmal in der Bibel steht, dass der Heilige Geist Gott ist, der Vater und der Sohn zusammen. Und alle drei sind eins. Als kleines Beispiel. Ja. Oder? Das hat für mich zum Beispiel nie Sinn gegeben. Ich habe immer einen Beweis gebraucht. Und ich bin jetzt seit langem dann auch, habe das sehr fest hinterfragt. Eben zum Beispiel jetzt, was ist der Sinn vom Leben? Existiert überhaupt ein Gott denn? Und schlussendlich bin ich zum Koran gekommen, bin ich zum Islam gekommen. Das hat für mich dann am meisten Sinn gemacht. Du betest einfach direkt zu dem, wo du erreichen willst. Genau, natürlich. Ich bete zu dem, der mich erschaffen hat. Ich bete den Schöpfer an. Und ich bete, weil es gibt mir sehr viel Ruhe. Weil Gott sagt im Koran, ist für dich okay, wenn ich den Namen Allah verwende. Weil Allah ist einfach der originale Name von Gott. Weil auch die christlichen Araber sagen auch Allah. Für mich ist alles okay. Sehr gut. Du bist ein sehr offener Mensch. Sehr offen, ja. Danke auch, dass du dir noch Zeit nimmst. Gell? Sehr nett von dir. Und eben, wir kommen aber noch zu diesen vier Punkten. Genau, der letzte Punkt ist aber der vierte Punkt. Und da ist aber der stärkste Punkt. Und das ist eben, kommen wir zurück zu den Wundern. Allah hat immer mit den Propheten Wunder gesandt. Zum Beispiel zu Moses hat er das Meer gespalten, oder? Yeah. Mit Gottes Erlaubnis. Und Jesus hat können Blinde wieder sehen lassen und Leute vom Tod wieder ins Leben können zurückbringen. Aber natürlich alles mit Gottes Erlaubnis. Ja? Yeah. Okay. Jetzt, was ist das Wunder von Mohammed gewesen? Friede und Segen auf ihn. Und Friede und Segen auf alle anderen Propheten. Kennst du das Wunder von Mohammed? Ich muss sagen, nein. Nein, hä? Okay, das war der Koran. Mohammed ist der Koran mitgegeben worden. Zum Beispiel eben, Moses ist mit der Tora gesandt worden. Jesus ist mit dem Evangelium gesandt worden. Ja. Sagt Allah im Koran. Und Mohammed ist einfach mit dem Koran gesandt worden. Das sind alles Offenbarungen gewesen, aber es war eigentlich immer Islam gewesen. Islam heisst einfach völlige Hingabe zu Gott in Frieden. Und Islam ist auch eine Beziehung zu deinem Schöpfer haben. Wissen, wer der Schöpfer ist. Wissen zum Beispiel, dass er allmächtig ist, allwissend. Ihm ist nicht gleich. Zum Beispiel diese Sachen. Weil Gott ist kein Mensch, Gott ist keine Statue. Du kannst Gott nicht einfach in eine Statue einsperren. Nein, sonst würdest du nicht arbeiten. Genau. Aber viele machen es leider heutzutage, oder? Jo. Genau, viele Menschen beten heutzutage Statue an, verehren sozusagen Götter, die eigentlich keine Götter sind. Weil was passiert mit einer Statue, wenn die am Boden geht? Sie geht kaputt. Sie geht kaputt. Und was hat die Statue jetzt können helfen, diesen Menschen? Nicht viel. Nicht viel, genau. Und deswegen sagen wir, nur Allah kann uns beschützen, nur Allah kann uns helfen, wenn wir Hilfe brauchen.
Verstehst du? Gibt es Sinn für dich? Es gibt Sinn für mich. Okay, sehr gut. Jetzt eben kommen wir zurück zum Koran, weil das ist das Wunder, das im Prophet Mohammed, Frieden und Segen auf ihm, gegeben worden ist. Da gibt es nochmal 15 Beweise, wo ein Beweis sind, dass das Buch ein Wunder ist. Das sind nur 15. Es gibt noch viel, viel Tausende mehr im Koran selber drin. Okay, also das ist ein Buch, das vor 1400 Jahren herabgesandt worden ist. Immer noch in der originalen arabischen Sprache. Und natürlich, das Buch ist nicht einfach vom Himmel geflogen und ist dann hier da gewesen. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, oder? Genau, warte, wir ein bisschen hier wieder gehen. Genau, perfekt. Weil alles das, was der Prophet von Allah gehört hat, und der Engel Jibril hat die Botschaft immer überbracht, sozusagen ist der Vermittler gewesen. Alles das, was er gehört hat, hat er wiedergegeben, sozusagen, hat er ausgesprochen, rezitiert. Und so ist der Koran entstanden. Und die Menschen, die um ihn herum gewesen sind, haben das alles aufgeschrieben. Das heisst, er war Analphabet gewesen. Er hat nicht können lesen, nicht können schreiben. Das heisst, er hat sich. Früher auch nicht alle können. Es sind nur ein paar Leute können. Natürlich, genau. Aber er war noch speziell Analphabet gewesen. Er hat nicht können lesen und nicht können schreiben. Er hat das aus seiner Natur aus gehabt, oder? Ja. Und jetzt alle die Verse, damals in Mekka, damals in Arabien, sind Dichtkunst sehr, sehr hoch gewesen. Und wo dann der Koran kam, haben die Menschen gesagt, als sie das gehört haben, sie gesagt, boah, das kann nicht von einem Menschen kommen. Weil die Art und Weise, wie der Koran geschrieben ist, die Art und Weise, ist einfach so mächtig in seinem arabischen Spruch, wo, wenn man das liest, auch in der deutschen, sogar in der deutschen Übersetzung, merkt man, boah, das kann nicht von einem Menschen kommen. Aber ich komme jetzt zum Zweiten. Enthält wissenschaftliche Fakten. Und all die wissenschaftlichen Fakten stimmen zu 100% überein mit der heutigen Wissenschaft, also mit dem Koran zusammen. Zum Beispiel redet der Koran über den Entstehung vom Universum, über die Expandierung vom Universum, über den Urknall, über das Embryo, wie ein Embryo entsteht, über die Embryologie. Yeah. Wirklich im Detail beschrieben. Jetzt wird das ein Mensch können wissen vor 1400 Jahren. Das ist jetzt die Frage, gell? Okay. Jetzt können wir, oder zum Beispiel eben auch, dass Sonne und Mond eine eigene Umlaufbahn haben. Solche Sachen. Als kleines Beispiel. Yeah. Jetzt. Drittens, viertens, es ist leicht zu merken. Und Allah sagt im Koran, wir haben das Buch leicht gemacht zu merken. Und ist da draußen jemand, der es merken will, wo das lernen will, das Buch, oder? Und über Millionen, Millionen, Millionen von Menschen haben das in- und auswendig im Kopf. Yeah. Das heisst, wenn jemand würde versuchen, das Buch zu verfälschen... Geht nicht. Genau. Geht nicht. Weil es ist in den Köpfen und es ist auch das einzige Buch auf der ganzen Erde, wo, wenn du alle Bücher auf dieser Welt würdest verbrennen, würdest in Abfall schiessen, irgendwo an, wo es kein Mensch mehr findet, wäre das einzige Buch und die einzige Religion, die du innerhalb von einem oder zwei Tagen wieder herstellen könntest. Ist das nicht faszinierend? Ja, es ist faszinierend, doch. Das heisst... Hat schon etwas, gell? Und Allah sagt auch im Koran, wahrlich, wir haben das Buch herabgesandt und wir sind Hüter über das Buch. Er sagt selber ganz klar, betet Micha, tönt keine anderen Götter verehren, als Beispiel. Ja. Dann, wie gesagt, das habe ich dir schon erzählt, offenbart einem Analphabet, hat weder lesen noch schreiben können, verbessert das Leben der Menschen. Das heisst, der Koran hat über Milliarden von Menschenleben verbessert. Das heisst, wenn man nach dem wird leben, dann wird man bessere, und das richtig wird ausleben, sagen wir, dann wird man eine bessere Beziehung zu seinen Eltern haben, eine bessere Beziehung zu seinen Kindern. Bessere Beziehung zu allem eigentlich. Genau, bessere Beziehung zu allem, du hast es auf den Punkt gebracht. Jetzt, siebtens ist, es enthält keine Widersprüche. Und es ist über eine Zeit von über 23 Jahren entstanden. Das heisst, überleg mal ein Buch, das vor über 1400 Jahren entstanden ist und über keine 23 und keine Widersprüche hat. Und das muss man erstmal hinkriegen, oder? Und es ist alles 100% richtig. Und Allah sagt auch im Koran, wenn das Buch von einem anderen als Allah wäre, würde er wahrlich viel Widerspruch darin finden. Ja. Das ist schade. Ja, sehr direkt. Geil und sehr direkt, ja. Okay, dann gehen wir zu. Einzigartige Gebrauch der arabischen Sprache, eben wie das Buch geschrieben ist, wie der Koran verfasst ist, etc. In seiner Art und Weise ist es so mächtig und einzigartig wie kein anderes Buch. Und nichts kommt am Buch an, also kein anderes Buch kommt an das Buch an. Ja. Nichts ist gleich wie der Koran.
denn hat die größte, genau, hat die größte praktizierende, nein, da habe ich noch einen Punkt gehabt, enthält Gottes Herausforderung, um ein ähnliches Kapitel zu produzieren. Das heißt, ich kann dir das schnell vorlesen, das ist manchmal Herausforderung da. Und wenn ihr im Zweifel seid, das sind zum Beispiel alles Verse vom Koran, und wenn ihr im Zweifel seid über das, was wir auf unseren Diener herabgesandt haben, so bringt doch eine Sure als Kapitel gleicher Art herbei und beruft euch auf eure Zeugen außer Allah, wenn ihr wahrhaftig seid. Schon nur eine Sure oder eine Ayat, ein Vers, wo im Koran gleich kommt, soll die Menschen bringen. Und die Challenge besteht seit über 1400 Jahren und noch kein einziger Mensch hat es angebracht. Und die kürzeste Sure ist vielleicht, sind vielleicht drei Verse. Ja, okay. und alles reimt sich. Zum Beispiel, ich kann dir ein kleines Beispiel geben. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hast du das gemerkt, das zum Beispiel, wie sich das alles gereimt hat? Ja. Das heißt, ganz einfach, im Namen Allahs des Allerbarmers, des Barmherzigen, sag Allah, er ist einer, der Absolute, der Unabhängige, von dem alles abhängig ist. Ja. Er zeugt nicht und ist nicht gezeugt worden, das heißt, er hat keine Partner, hat kein Vater, kein Sohn, keine Tochter und niemand ist ihm jemals gleich. Das heisst, ihm gleicht nichts auf der Erde. Egal, was wir uns vorstellen, es ist nicht Gott, weil Gott ist perfekt in seiner Natur, in seinem Wesen. Und das können wir uns nicht vorstellen in dem Stadium, wo wir jetzt da sind. Weil es ist über unsere Vorstellungskraft. Das ist so. Und wir werden aber erst Gott sehen, dann im Jenseits. Im Leben, dann im achten Leben. Wo wir dann entweder ewig im Paradies werden sein oder... Gar nicht. Genau, jetzt nach dir, genau. Aber ich gehe mal weiter. Grüezi. Ich kann ja gerne zuhören, auf jeden Fall. Eben, hat die grösste praktizierende Religion hervorgebracht, mit über 1,9 Milliarden Menschen. Das heisst, der Koran hat über 1,9 Milliarden Anhänger, wo alle das wirklich praktizieren. Der Islam ausleben, 5 Gebete am Tag beten etc. Ja. Aus voller Überzeugung. Ja? Dann haben wir zum Beispiel, elftens, es ist die am schnellst wachsende Religion. Das heisst, der immer wie mehr Menschen heutzutage, jeden Tag, nehmen den Islam an. Jetzt, wie ist dein Name? Christian. Christian. Das gleiche Tattoo. Ah, okay. Christian, freut mich, Christian. Moin. Wie ist nochmal dein Name gesehen? Cyril und Christian. Kannst du auch gut zuhören, also, wenn du magst. Also ich nur ganz kurz, ich bin Muslim, ich glaube an einen Gott und an alle Propheten. Voilà. Und das ist die Botschaft sozusagen. Und ich bin religionsfrei. Sehr gut, wie er auch im Moment. Ja. Sehr gut. Also im Moment, dann, ich bleib's also. Wenn du willst, kann ich gerne mit dir auch dann nochmal ein Gespräch nicht. Okay, sehr gut. Du bist hinter Islamlastig, sehe ich das? Oder nein, also ich selber bin vorher katholisch gewesen, aber ich habe mich dann mit allem auseinandergesetzt, bin auch eine Zeit lang sozusagen Religions... Ah ja, jetzt sehe ich schon. Genau. Also jetzt müssen wir mich schon verabschieden. Also. Bleib anständig. Also Christian. Alles gut. Danke vielmals, gell. Nicht auf der Seite. Das sind die, die Leute... Von hier an den Kopf abschneiden. Das ist das. Ja, also ich danke dir vielmals, Christian. Ich. Gell? Tschüss. Tut mir leid, gell? Tut mir leid, gell? Leider sind hat jeder seine Meinung. Eben, es hat jeder seine Meinung. Sehr gut. Es sind viele Menschen leider auch, weißt du, die in den Medien viel, nur eigentlich die Medien anschauen und sich dann so ein Bild machen. Aber eigentlich, Aufmerksamkeit wollen. Und Aufmerksamkeit wollen, genau. Sehr gut. Weil eigentlich ich bin schon immer dazu gestanden, man sollte sich immer ein eigenes Bild machen. Vor allem. Das ist es so. Weil sonst hast du... Sonst das ist eine Meinung von die dir gehört. Du unterstützt eine Meinung von jemand anderem, wo... Ja. Genau, es ist nicht deine Meinung. Es ist nicht deine hundertprozentige Überzeugung, weil du hast es nie selber gesehen. Mhm. Weil zum Beispiel, wie kann man über ein Buch reden, das man selber noch nie gelesen hat? In einer schlechten Art und Weise. Als Beispiel. Oder? Als kleines Beispiel. Weil ich will mich ja selber überzeugen. Ich will ja selber schauen, hey, ist das wirklich die Wahrheit oder ist das nicht die Wahrheit, oder? Ja. Genau, aber das hast du ja auch die Ansicht. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Also, dann kommen wir zu, hat die am schnellst wachsende Religion hervorgebracht. Das heisst, immer wie mehr Leute jeden Tag, vor allem Frauen, nehmen jeden Tag den Islam an. Und es wird jeden Tag immer wie mehr und mehr. Weil sie sehen zum Beispiel die Frauen, dass sie ihre eigenen Rechte haben. Weil heutzutage wird ja viel über die Medien verbreitet, dass die Frauen unterdrückt werden im Islam. Wegen dem Kopftuch etc. etc. Ja. Genau, aber eigentlich ist das ein Schutz für die Frau. Ja, genau. Weißt du das auch schon? Okay, sehr gut, sehr gut. Dann, historische Aussagen vor der Offenbarung.
100% richtig. Denn genaue Prophezeiungen zukünftiger Ereignisse, auch 100% richtig. Und Fakten über andere Religionen, auch 100% richtig. Zum Beispiel sagt Allah im Koran, sagt nicht, Gott ist einer von drei. Als Beispiel. Yeah. Wie es zum Beispiel Christen heutzutage machen. Und behandelt verschiedene Themen, Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit, Tierschutz, Umwelt, aber immer noch relevant. Das heisst, immer noch hat der Islam ein soziales System, wo immer noch heutzutage noch gelebt wird. Und Menschen sehr friedlich sind und glücklich. Zum Beispiel in Mekka, wenn du jetzt würdest in Mekka einfach ein Portemonnaie auf dem Boden, dir würde es vielleicht runterfallen. Würde das Portemonnaie vielleicht immer noch dort bleiben, nach weiss nicht wie viel, oder jemand würde es finden und würde es dir wieder zurückbringen. Als kleines Beispiel. Ja. Yeah. Perfekt. Wenn du jetzt die 15 Sachen hörst, yeah. 1400 Jahre altes Buch, über eine Zeit von 23 Jahren entstanden, widerspruchsfrei, wissenschaftliche Fakten, 100% richtig, würdest du nicht sagen, das ist ein sehr faszinierendes Buch? Es ist ein faszinierendes Buch. Oder sogar ein Wunder. Es ist auch Tatsachen, wo du gerade gesagt hast. So, es gibt alles einen Sinn und es ist... Ja, eben, man muss es halt trotzdem glauben. Genau. Jetzt wie ist jetzt bei dir jetzt die Situation im Moment? Du bist hierher gekommen, du hast gesagt, du bist Atheist. Ich weiss viel Neues. Ich werde aber meine Meinung von der Religion jetzt nicht ändern. Aber ich bleibe genauso, wie sagt man das, in der Mitte. In der Mitte, okay. Jetzt darf ich dir einen Tipp geben. Ich kann dir noch schnell sagen, was die sechs Glauben sind von einem Muslim, was ein Muslim glaubt. Das ist an den einen allmächtigen Gott zu glauben. An seine Engel, an seine Bücher, an seine Gesandte, an den jüngsten Tag, Hölle und Paradies und an Vorherbestimmung. Das ist das, was ein Muslim glaubt. Weil, zum Beispiel jetzt, ich gebe dir ein kleines Beispiel. Macht das für dich Sinn? Weil du sagst, vielleicht man existiert dann gar nicht mehr. Oder? Es ist einfach Blackout. Oder? Das heisst, unser Leben für dich, sozusagen, also in deinem jetzt Konzept, hat eigentlich dann keinen Sinn. In meinem Leben, ist, wenn das Leben vorbei ist, ist fertig. Ist einfach fertig, gell? Kann sein, dass du nachher wiedergeboren wirst oder was auch immer. Es kann alles möglich sein, aber das ist ja genau das, was ich mich enthalte. Okay. Aber tust du selber dir nicht fragen, was passiert nach dem Tod? Oder ist das für dich nicht fragwürdig? Nein. Sag mir jetzt als Beispiel, du wirst jetzt einfach, du schläfst ein und du wachst auf einmal auf in einem fahrenden Zug. Ja. Also einfach mal das Vorstellen bildlich. Du wachst auf in einem fahrenden Zug und du schaust um dich herum und alle sind voll auf ihrem Handy fokussiert oder an der Zeitung am Lesen und keiner fragt sich wirklich, hey, wie bin ich da angekommen? Und wo geht der Zug an? Und wo endet der Zug? Was passiert an der Endstation? Ja. Genau, würdest du dich das nicht fragen, weil das ist ja genau das Leben. Weil wir kommen ja hier rein und okay, wir wissen, unsere Mutter hat uns geboren, aber jetzt... Das ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist jetzt ein Beispiel, gell? Würdest du dich nicht fragen, hey, was ist der Sinn vom Leben? Und was passiert nach dem Tod? Ist das für dich nicht relevant? Fragen, die man sich selbst stellen, gell? Ja, wenn man sich die Frage stellt und man sagt, also man auch daran glaubt, dass man wieder zurückkommt, dann haben wir ja auch das Leben lang die Einstellung. So, das heisst, ich müsste auch das Leben lang die Einstellung haben, dass ich wiedergeboren werde oder dass etwas danach passiert. Also ich kann dir mal sagen, was aus islamischer Sicht passiert nach dem Tod. Aus islamischer Sicht wird man, wenn man stirbt, wird man wieder auferstehen. Das heisst, du wirst dann vor deinem Schöpfer stehen. Vor Allah und du wirst über alles befragt, egal was du gemacht hast im Leben. Und du lebst genau das Leben, um später nicht zu sagen, hey, nein, ich habe das alles nicht gemacht. Verstehst du? Ja, voll. Und du lebst auch, weil look, keiner ist perfekt. Alle machen Sünde. Das ist klar, wir Menschen machen Sünde. Aber wichtig ist eben, dass wir zu unserem Schöpfer eben zurückkehren und bei ihm um Verzeihung bitten, direkt. Nicht bei einem Mensch, nicht wie weiß ich nicht was, sondern direkt bei unserem Schöpfer. Weil wenn uns jemand unsere Sünde vergibt, ist es nur er. Aber eben, aus islamischer Sicht tun wir wieder auferstehen nach dem Tod und wir werden eine ewige Schöpfung sein. Und dann wird entschieden, ob man das Paradies bekommt oder die Hölle. Aber dort, an dem Tag des jüngsten Gerichts, wird absolute Gerechtigkeit herrschen. Das heisst, jeder wird seine Gerechtigkeit bekommen an diesem Tag. Das heisst, zum Beispiel,
gebe dir das ein ganz einfaches Beispiel. Weil du sagst schon, für dich, du mir jetzt auch ein bisschen anlehnen, weil das gefällt mir auch gerade so. Ist ein bisschen gemütlicher, gell? Ja, und danke nochmal, dass du dir Zeit nimmst, gell? Cyril ist der Name gewesen. Ja, voll. Cyril. Schau jetzt. Als kleines Beispiel. Wenn du jetzt sagst, nach dem Tod ist einfach nichts mehr. Ist das nicht unfair, wenn zum Beispiel, ich gebe dir ein kleines Beispiel, Hitler. Der hat zum Beispiel über 6 Millionen Menschen umgebracht. Gell? Ja. Jetzt. Ist das nicht ungerecht? Wäre das nicht ungerecht, wenn der einfach nach dem Leben nicht mehr existieren würde? Wenn er nach dem Leben nicht mehr existieren? Einfach nicht mehr existieren. Es wäre einfach Blackout. Aber der hat 6 Millionen Menschen unschuldig umgebracht. Also unschuldige Menschen umgebracht. Überleg mal, was der Mensch müsste doch eigentlich für das, was er gemacht hat, bestraft werden, oder nicht? Ja, klar. Du hast jetzt halt gefragt, ob du den Tod schon als Bestrafung siehst oder halt nicht. Jetzt komme ich zu dem. Hitler hat über 6 Millionen Menschen umgebracht. Das heisst, um ihm eine gerechte Strafe zu vergeben, weil der Tod, egal, auch in diesem Leben... Das lenkt nicht mehr in diesem Ausmaß. Genau, weil das war schon nur, das war vielleicht ein Leben von dem, was er ausgelöscht hat. Gegen sein Leben, oder? Yeah. Aber er hat 6 Millionen Leben ausgelöscht. Das überleg mal. Schlimm. Brutal, heftig, oder nicht? Und dann ist jetzt die Frage, passiert wirklich nichts nach dem Tod? Ist er jetzt einfach fertig? Hat er die 6 Millionen Menschen unschuldig umgebracht? Die haben nicht einmal ihr Leben können leben. Richtig, oder? Yeah. Die sind einfach umgebracht worden, oder? Ja. Genau, und da ist der Punkt eben. Deswegen gibt es den Tag des jüngsten Gerichts, an dem alles offengelegt wird. Und dort wird jeder seine gerechte Strafe und seine gerechte Belohnung bekommen, für das, was er gemacht hat. Zum Beispiel die dann unschuldig sind, werden sehr wahrscheinlich dann, wenn Allah will, das Paradies bekommen. Wo sie ewig dann werden sein. Dort wird kein Schlaf sein, dort werden sie kein Schlaf haben, sie werden nonstop genießen. Sie werden Bach und Flüsse voller Honig, wo nie ihre Süße wird, seine Süße wird verlieren, voller Milch und Wasser, sogar berauschenden Getränk. Aber wo dir nicht wird, du wirst keinen Kater haben nach dem. Nee. Du wirst keine Kopfschmerzen haben. Es wird einfach. Du bist genau. Im Paradies. Du bist im Paradies. Genau. Und das ist eben das bei uns Konzept, dass wirklich, wenn du wirst sterben, wirst du wieder auferstehen. Und egal was du gemacht hast, du wirst über alles befragt. Weil, wenn du wieder auferstehst, heisst das ja auch, dass alle deine Sünden vergeben worden sind. Also würdest du wieder auferstehen? Würde das in meinen Augen auch heissen, dass alle deine Sünden, dumm gesagt, vergeben worden sind? Also ich würde hier eher sagen, dass erst wenn Allah dir deine Sünden vergibt, sind deine Sünden vergeben. Weil wer entscheidet jetzt, was richtig und was falsch ist? Das ist ja die Frage, oder? Wer gibt den Maßstab, was richtig und was falsch ist? Da kann irgendwie keiner geben. Da kann nur jemand geben. Genau, Mashallah, sehr gut. Und das Ding ist die Wissenschaft. Mit Wissenschaft kannst du nicht beweisen, was richtig und was falsch ist. Die Wissenschaft basiert auf Beobachtungen, was man beobachtet hat. Aber du kannst jetzt nicht sagen, okay, wenn wir jetzt anschauen, keine Ahnung, Ziel, kann man Ziel wissenschaftlich beweisen? Nein. Oder? Genau, das sind zum Beispiel so Sachen. Deswegen aber hat Allah immer Schriften zu den Menschen gesandt. Immer Schriften zu den Menschen gesandt, als Maßstab für die Menschen. Nachdem sie sich richten können. Zum Beispiel wie, wenn wir zum Beispiel jetzt eine Uhr herstellen, machen wir bei dieser Uhr eine Bedienungsanleitung, oder? Wie die Uhr wie man die Uhr bedienen etc., oder? Ja. Genau. Und genau so ist es bei uns Menschen. Bedienungsanleitung fürs Leben. Genau, absolut richtig. Und nachdem wir Muslime glauben, nach dem Koran, das ist die letzte Offenbarung, die gesandt worden ist, mit dem letzten Prophet Mohammed, Friede und Segen auf ihm. Nach dem Koran wird jeder Mensch gerichtet werden, am jüngsten Tag. Ob er es will oder nicht. Das ist wie zum Beispiel das Wetter. Man kann sich eigentlich nur aufs Wetter darauf einstellen. Ja. Verstehst du? Aber wenn es regnet, kannst du nur eine gute Jacke anziehen. Verstehst du? Das ist eben das. Aber manchmal die Wahrheit ist besser, dass man die Wahrheit weiss. Und schlussendlich, eben jeder muss dann selber schlussendlich für sich herausfinden, was denn wirklich die Wahrheit ist und was nicht. Aber eben natürlich, wie viel Zeit haben wir in deinem Leben? Ja, eben, nicht genug. Sehr begrenzt, oder? Jeder braucht seine eigene Wahrheit. So. Und sehr begrenzte Zeit, oder? Ja. Das heisst, unsere Zeit ist eigentlich das Wertvollste, was wir haben. Das Wertvollste, nicht Gold oder Diamanten. Unsere Zeit. Weil du kannst mit keinem Gold, mit keinem Diamanten, mit keinem Geld von der Welt kannst du deine Zeit zurückkaufen. Ja, das ist so. Das ist so, gell? Deswegen ist ja auch das Wichtigste, weil was ist
Was ist nichts anderes ist so sicher im Leben wie? Der Tod. Der Tod. Das ist genau richtig ausgesprochen. Und das ist das, aber das ist eben die Realität, die wir in diesem Leben haben. Aber so wenig Leute wollen sich dann, wenn es um das geht, mit dem auseinandersetzen. Ja. Obwohl eigentlich das Wichtigste ist, was man eigentlich anschauen sollte. Weil das ist der Anfang vom echten Leben, vom ewigen Leben. Jetzt aus islamischer Sicht her. Ja. Jetzt überleg mal, was sind die paar Jahre, die du hier auf dieser Erde lebst, oder sagen wir 60, 70 Jahre, was sind die paar Jahre, die du hier lebst, im Gegensatz zu der Ewigkeit? Nichts. Gar nicht. Sogar Millionen, Millionen Jahre. Es ist einfach die Ewigkeit. Es ist die Ewigkeit. Kann ich dich übertreffen? Würdest du selber, wenn du jetzt könntest aussuchen, würdest du selber lieber im Paradies ewig leben wollen oder in der Hölle? Im Paradies. Im Paradies, natürlich. Natürlich, Bro, natürlich. Deswegen. Das ist meine Message an dich, weil der Islam ist eine frohe Botschaft. Ist wirklich eine frohe Botschaft. Und es ist aber auch gleichzeitig eine Warnung. Für alle die, die zum Beispiel die Sachen leugnen. Weil du sagst zum Beispiel, ja, das macht Sinn, alles. Eben, dass zum Beispiel im logischen Sinn, es gibt einen Gott, alle Propheten etc. Es ist kein Mann, es ist keine Frau Gott, oder? Das sind alles Tatsachen, die dafür sprechen. Die dafür sprechen für dich. Okay, sehr gut. Aber wenn du eigentlich so, wenn du so denkst, dann bist du eigentlich schon ein Muslim. Das überrascht dich, gell? Das ist eine heftige Bezeichnung, aber... Ja... Weil, ein Muslim ist nicht anders als einer, der... Sie glauben, einer, wo, genau, aber einer, der auch an einen Gott glaubt und an alle Propheten. Wo einer für das, wo das Sinn macht, für einen. Verstehst du? Und der Islam ist nicht, eben nicht nur... Islam bedeutet völlige Hingabe in Frieden zu Gott. Aber es ist auch eine Beziehung mit seinem Schöpfer haben. Was ist Handy ohne Funk, ohne Verbindung? Ja, nicht viel. Ist nutzlos, oder? Nutzlos. Kannst nicht viel machen. Nee. Genau, genauso sind wir Menschen. Wenn wir keine Beziehung zu Allah haben, zu dem Schöpfer, der uns erschaffen hat, dann sind wir wirklich einfach nutzlos. Wir Menschen, weil wir haben dann wie keinen Sinn im Leben. Verstehst du? Ja. Ja. Weil ein Mensch ist dann immer und... Schau, was Allah im Koran sagt, das muss ich dir jetzt schon zeigen. Genau. Allah sagt im Koran, es sind jene, die glauben und deren Herzen Trost finden im Gedenken an Allah. Wahrlich, im Gedenken Allahs werden die Herzen ruhig. Zum Beispiel, wenn ich meine 5 Gebete am Tag mache. Ja. Wenn ich das eine Gebet mache, ich bekomme, weißt du, was für eine Ruhe in mein Herz hinein. Und ich bin vorher, eben wie gesagt, habe ich das nicht gehabt. Und ich habe immer eine Leere gespürt in meinem Herzen. Egal was ich gemacht habe, weil ich habe gewusst, und ich habe meine Ziele gehabt, die ich erreichen wollte, habe ich jetzt heutzutage immer noch. Aber eben, ich habe... Alles gut, kein Stress. Und du sagst, wenn du gehen musst, gell? Und wenn du noch etwas zu tun hast, etc. Ja, jetzt langt es mir wieder, dass ich am 10 Uhr wieder zurücklaufen kann. Okay, perfekt. Wir machen nicht mehr allzu lang, gell? Also, und... Genau, wo sind wir stehen geblieben? Genau, Ruhe im Herz. Und ich will, egal was du an Materiellem auf dieser Erde wirst bekommen, ich meine, die grössten Popstars, Rockstars, was ist mit denen? Machen Selbstmord. Wieso? Weil sie nicht alles haben. Weil sie merken genau, schau, eigentlich aus vielen Sichten her haben die Menschen eigentlich alles. Weil sie haben, sagen wir, jede Frau, die sie wollen, sie haben alles Geld, sie haben alle Häuser, oder sozusagen. An materiellen fehlt es ihnen nicht. Aber wieso sind sie immer noch unglücklich und bringen sich selber um? Dies, das, etc. Jedenfalls der Glaube an etwas. Nicht nur das. Das Ding ist, sobald sie an den Punkt kommen, weil sie wollen die Ziele erreichen, oder? Ja. Und sie denken, sie erhoffen sich Glückseligkeit durch die Sachen, dass sie glücklich werden. Und sobald sie die Ziele erreichen und an dem Punkt ankommen, merken sie, hey, boah, das, es hat mich einfach null glücklicher gemacht. Es fehlt immer noch etwas. Genau, und dann werden sie umso depressiver, umso unglücklicher. Weil das ist eben das, was Allah im Koran sagt, nur im Gedanken an Allah werden Herzen ruhig und finden wahre Glückseligkeit. Das ist eben das. Und schau mal, ein Muslim ist immer in einer Win-Win-Situation. Überleg mal, der tut für das Leben planen, und gibt alles für das Leben und tut das. Direkt fürs Nächste. Und fürs Nächste.
Genau, mit seinen Gebeten, die er macht. Weil man muss sich auf den Tod vorbereiten. Weil wir wissen nie, wenn wir sterben. Wir können jetzt hier über die Straße laufen, es kann etwas passieren. Oder? Als Beispiel. Das ist die Realität. Ist egal wie alt man ist, man kann mit 18 Jahren alt schlafen, man kann nicht aufwachen am nächsten Tag. Du kannst als kleines Kind über die Straße laufen, es muss nur einmal rumlaufen. Genau, so ist es. Passieren. Genau. Deswegen ist das Wichtigste, was ist wirklich der Sinn von unserem Leben. Und deswegen stehe ich auch hier heute mit dir und gebe dir die Botschaft. Nicht, weil ich Geld dafür bekomme. Ich bekomme ja kein Geld dafür, dass ich jetzt hier heute stehe. Null Cent, null Rappen. Nein, ich weiß, wo ich das nachher kann sehen kann. Ah, das, auf YouTube. Wenn es für dich easy ist, tue ich das auf YouTube aufschalten. Okay, perfekt. Das ist Muslim Jibril. Wie gesagt, ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen. Mir im Moment ist die ganze Familie konvertiert, Alhamdulillah. Ja. Ist sozusagen zum Islam zurückgekehrt, weil im Islam wir glauben, alle sind eigentlich als Muslime geboren. Alle kommen von Gott. Ja, das habe ich gehört. Alle. Aber durch die Erziehung von diesen gewissen Eltern etc. verändert sich das. Die gewisse Fitra, die man im Herzen hat. Fitra ist die natürliche Veranlagung, die ein Mensch hat. Ja. Das ist... Wie weiss ein Baby, dass das Baby direkt muss anfangen zu nuckeln bei der Mutter? Weil es das in der Fitra hat. Ja. In der natürlichen Veranlagung. Schon wie einprogrammiert. Ja. Verstehst du? Instinkt. Genau, und egal welches Kind du fragst, glaubst du an Gott? So gut wie alle Kinder sagen, ja, ich glaube an Gott. Ja. Obwohl, eben, es kann sein, der Vater vielleicht glaubt nicht, aber das Kind sagt, doch, Gott macht Sinn, etc., etc. Ja. Oder? Ja. Durch das glauben es auch viele Kinder dann nicht, eben, wenn die Eltern nicht daran glauben, oder... Genau, weil ich bin der Meinung... Ich habe keine Chance, den Glauben zu haben. Genau, weil ich bin der Meinung, der Atheismus, meiner Meinung nach, ist wie ein Spruch. Das muss zuerst angelehrt werden. Weil schau mal, Evolutionstheorie. Viele glauben zum Beispiel wegen der Evolutionstheorie nicht, dass ein Gott existiert. Aber die Evolutionstheorie ist immer noch eine Theorie. Es scheint schon der Name, oder? Ja, es sagt schon, ja. Genau, und es gibt keine Beweise, dass das wirklich wahr ist. Dass wir von Affen abstammen. Es gibt keine Beweise. Hundertprozentig. Gibt's keine, aber da bin ich zum Beispiel auch... Theorie, oder? Theorie, ja. Sehr gut. Das war auch meine Theorie. Aber schau mal, eine Evolution ist ja nicht einmal, tut nicht einmal Gott widerlegen. Weil Gott kann auch eine Evolution erschaffen haben. Genau, oder? Das heisst, ich kann dir mal einen Vers vorlesen, was Allah zum Beispiel zu dem sagt. Wo ist das? Genau, Wasser und Evolution. Schau mal das an, wie interessant das ist. Und Allah hat jedes Lebewesen aus Wasser erschaffen. Also wie viel Prozent bestehen wir aus Wasser? 95. Irgendwas mit 90, so, ja, gell. Ich glaube so, ja, ich weiß es auch nicht ganz. Genau. Und unter ihnen sind manche, die auf ihren Bäuchen kriechen. Und unter ihnen sind manche, die auf zwei Beinen gehen. Und unter ihnen sind manche, die sich auf vieren fortbewegen. Allah schafft, was er will. Wahrlich, Allah hat Macht über alle Dinge. Wahrlich, wir haben deutliche Zeichen herabgesandt. Und Allah leitet, wen er will, auf den geraden Weg. Ganz deutliche und klare Verse. Ja. Oder? Ist so. Gell? Das ist eben das. Das Leben ist im Islam... Nur, also aus islamischer Sicht nur ein Test. Wir leben das Leben, um nachher nicht zu sagen, hey, ich habe das nie gelebt. Yeah. Und ich habe das nie gemacht. Yeah. Oder gibt es ja. Genau. Jetzt, ich kann dir einen Tipp geben. Das ist mein Tipp und ich kann dir geben, weil ich das selber auch gemacht habe. Und wenn dir jemand die Wahrheit kann sagen, ich meine, du hast jetzt die Sachen gehört etc. Du hast jetzt nochmal ein eigenes Bild machen, oder? Und geh doch mal, wenn du daheim bist, für dich alleine. Du kannst es auch jetzt gerade auf dem Weg machen, wenn du am Laufen bist, egal wo. Mach einfach mal. Du mal deine Arme aufmachen, so, oder wie du willst halt, und dann sagst du einfach, du zu Gott beten und sagst einfach, oh Gott, wenn es dich gibt, wenn du wirklich existierst, dann gib mir ein Zeichen. Dann gib mir ein Zeichen, genau. Vielleicht kann das schon heute ein Zeichen sein. Verstehst du? Ja. Vielleicht hast du das auch schon gemacht. Vielleicht hast du auch schon für dich im Verborgenen gesagt, oh Gott, bitte, wenn es dich gibt, tu mich recht leiden, zeig mir die Wahrheit. Vielleicht ist das schon das Zeichen heute. Aber wenn du es noch nie gemacht hast... Wer weiß. Genau, wer weiß. Dann probier es mal aus, wenn du daheim bist. Ich meine, du hast nichts zu verlieren, oder? Nein, zu verlieren habe ich nichts. Zu verlieren hast du nichts, genau. Du gehst heim und sagst, oh Gott, bitte tu mich recht leiten und auf den geraden Weg und tu mir bitte die Wahrheit zeigen. Ja. Das ist mein Tipp an dich. Ich nehme diesen Tipp gerne an. Sehr gut. Wie war nochmal dein Name? Cyril, gell? Cyril. Cool. Cyril hat mich mega gefreut. Mich auch. Und vielleicht kann ich dir auch meine Nummer hier lassen.
Dann kann ich dir auch das Video mal schicken, weißt du? Das kannst du auch dort. Musst du nicht suchen. Genau, dann musst du nicht suchen. Und wenn du Fragen hast, egal zu was, wir können auch mal gerne einen Kaffee trinken oder so, eine Cola, dann kannst du mir immer jederzeit fragen. Top. Ist das gut? Top. Also, ist gut. Hat mich gefreut, Siri. Ich auch. Danke.